Gibt es vielleicht Neider in Österreich? Ja, da, ja es, nein. Das ist ja eine weit verbreitete Eigenschaft. Ich glaube, der Hauptgrund ist, weil ich sage nicht, reden wir mal, wie kommt die Regierung zusammen in Österreich? Da setzt sich der Wirtschaftsbund, die Arbeiterkammer, die Gewerkschaft und die Raiffeisenbank zusammen und sagt, das sind unsere Leute, unser Programm. Und dann tut der Erwin Bröll noch und der Michael Häupl ein bisschen mit einmischen. Das ist die Regierung. Das kann ja nicht sein. Und das stört denen, dass ich so unabhängig bin. Aber mit dem Erwin Bröll haben Sie ja noch ein Hühnchen zu rupfen. Ich habe gehört, Sie möchten ihn herausfordern zu einer Diskussion. Schaut, der Erwin Bröll hat noch nie Löhne bezahlt. Ich habe keinen Respekt für ihn. Und ich glaube, der Erwin Bröll könnte nicht nachweisen, dass er jemals einen Euro für Sozialzwecke von seinem eigenen Sack gegeben hat. Und ich sage zu ihm, Erwin, machen wir eine Diskussion. Nicht? Oder traust dich nicht? Die Bevölkerung soll die Möglichkeit haben, festzustellen, wer ist die bessere Person? Wer ist der bessere Mann? Wer hat den besseren Charakter? Wer hat die bessere Moral? Nicht? Also ich hoffe. Wieso soll es so schwierig sein? Das ist ja einfach. Nein, aber einen Moderator zu finden für diese Diskussion. Neu kann man vorstellen, die Salzburger Nachrichten, der Manfred wird ein guter Moderator sein. Obendrauf, wie ich stehe dafür, wir wollen keine Berufspolitiker. Zwei Perioden sind genug. Dann soll die Politik wieder rausgehen mit den Gesetzen Lehm, die sie im Parlament gestaltet haben. Und ich glaube, für Demokratie ist es auch wichtig, erstens, die Abgeordneten sollen ja in ihren Wahlkreis, wo sie wohnen, gewählt werden. Und wie ich sage, wir haben zu viele Politiker, 183 für so ein kleines Land. Wer braucht man da 183 Politiker? 100 würden genug sein. Wenn wir das Land aufteilen wollen in 50 Wahlkreise, jeder Wahlkreise hat zwei Parlamentarier, nicht, die mal als Abgeordnete fungieren könnte. Das heißt, auch eine Privatperson könnte sein, wenn eine Privatperson, sagen wir, 200 oder 300 Stimmen, Unterschriften kriegen würde, könnten sie antreten, unkompliziert. Und dann, wenn sie von der Mehrheit, wenn sie die meisten Stimmen haben, dann würden sie im Parlament sein. Würde das nicht eine gute Demokratie sein, dass man nicht nur lauter Politiker und nur Parteipolitiker drinnen hat? Ich glaube, das wird ein gewaltiger Schritt sein für Demokratie. Jetzt ist Verwaltung ein großes politisches Thema auch und in Österreich erkranken wir nicht an Unterverwaltung. Also ja, viele meinen, wir sind überverwaltet und überreguliert. Wie sehen Sie das? Ich kann mir vorstellen, dass wir jedes Jahr mindestens die Verwaltung um 5% reduzieren könnten. Das heißt, in 5 Jahren 25. 20 Jahren hätten wir keine mehr. Genau, Schulden der Staat. Der Staat ist verantwortlich für gewisse Infrastrukturen, nicht? Ein Staat, eine Gesellschaft kann man messen, wie schaut der Staat auf die Leute, die aus irgendeinem Grund nicht auf sich selbst schauen könnten. Das ist einmal der wichtigste Maßstab. Und wir brauchen dann Infrastruktur, die Umwelt ist wichtig. Wir brauchen ein gutes Bildungssystem. Wie ist das Ihrer Meinung nach jetzt? Das Bildungssystem braucht man nur kurz anschauen. Einmal. Pass auf, warum haben wir keine Medaille gemacht, keine einzige in London? Ganz einfach. Wir haben fast kaum Turnsäle, fast kaum Turnplätze. Und wir brauchen den Kindern, muss schon in der ersten Klasse noch früher mal gelehrt werden, wie wichtig die Ernährung ist. Weil die Ernährung hat einen großen Einfluss auf Gesundheit, wie wichtig die Bewegung ist. Wenn da keine Bewegung, kein Sport ist, da kann auch nichts dann vorkommen. Und obendrauf, die betreuende Verwaltung nimmt das Zwei- oder Dreifache, was die Sportler kriegen für die Olympiade. Darin liegt das Problem. Wenn Sie jetzt bei den Wahlen antreten mit Ihrem Team Stronach, bei den verschiedenen Landtagswahlen, die anstehen, beziehungsweise auch bei der Nationalratswahl, aber nicht in eine Koalitionsregierung gehen möchten,
Wie möchten Sie dann was verändern? An dem allen, was Sie jetzt sagen, wie soll denn das funktionieren? Ich hoffe, wenn wir in der Regierung sind, wir werden viele Mandate haben, nicht in der Regierung, wenn Parteien sich anschließen an unsere Werte, haben wir kein Problem, dafür zu stimmen. Aber wir werden nicht gegen die Werte verstoßen. Dann würden wir wieder gleich sein wie alle Politiker. Und ich glaube, wenn wir viele Abgeordnete im Parlament haben, dann haben wir auch bessere Kommunikationen, können uns besser vorstellen zum Publikum. Mhm. Und ich glaube, wenn mich die Leute näher kennenlernen, mich privat, und wenn dann wissen, ja, der Stronach ist okay. Sie haben einmal gemeint, man könnte doch überlegen, einen stärkeren und einen schwächeren Euro einzuführen. Sind Sie noch bei der Linie oder? Na, wir haben eine ganz klare Linie, und noch einmal, wenn einer sagt, ich verstehe von der Wirtschaft nicht, aber ich bin naiv, was soll ich darauf antworten, nicht? Also ich weiß, Sie haben das nicht. Nein, du hast das nicht gesagt. Ja. Aber du hast zitiert andere, nicht? Was soll ich mit dir machen? Den Erwin Brödel habe ich zitiert. Nicht? Also ja, was soll ich mit den Schulden machen? Nicht? Also was soll ich da diskutieren darüber? Nicht? Der versteht die Wirtschaft nicht, nicht. Aber erklären Sie uns jetzt ganz kurz das Euro-Modell. Aber ganz jetzt, ich versuche es euch zu erklären. Ich bin für ein starkes Europa. Was wollen die Leute in Europa? Frieden, die wollen keinen Krieg. Nicht? Die ältere Generation ist durch schwere Kriege gegangen. Die wollen freien Personenverkehr, freien Güterverkehr. Und aber was, glaube ich, die größte Dummheit war, dass wir eine gemeinsame Währung haben. Und ich sage ja, jedes Land soll seinen eigenen Euro haben. Und ich glaube, jeder Österreicher wird wissen, dass der österreichische Euro mehr wert ist als der griechische Euro. Wenn ich mir jetzt vorstelle, 15, 16, 17 verschiedene Euros, hätten Sie natürlich die großen Vorteile, die der Euro jetzt hat, neben den Nachteilen, die Sie ihm vorwerfen, wären weg über Nacht. Also Sie müssten wieder weg sein, Sie haben Währungsrisiko, Sie haben Exportprobleme, Sie haben Schwierigkeiten mit einem starken Euro in andere Länder zu kommen. Noch einmal, es würde den einzelnen Ländern ja freigestellt sein, ob sie zusammengehen. Wir haben ja vorher auch ungefähr eine Parität gehabt mit der deutschen Mark. Ja. Das sagte lange nicht, dass Länder sich nicht frei irgendwie zusammenschließen können. Aber eines, da kann ich sicher sein, wenn man die Länder fragt, die in der Europäischen Union sind, ob sie den Euro haben wollen, wird kein Land Ja sagen. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Mitmachen, für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre spannenden, interessanten Fragen und vor allem bei Ihnen, Herr Stronach, Sie waren ein klasse Gast. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Einblick gegeben in meinen Herzen, in meiner Persönlichkeit. Und noch, ich kann euch nur eines, für mich ist da nichts drinnen, ich will keine Medaille, keine Titel, ich brauche nichts. Nicht? Das Leben, ich wurde so reichlich beschenkt vom Leben, und mein Gewissen sagt mir, ich sollte, aber ihr müsst mit dabei sein. Alleine, ihr habt, meisten von euch haben Kinder, wenn wir das so lassen, dann hat die Jugend keine Zukunft in Österreich. Danke. Vielen Dank. Danke. Danke.